Hallo, ich bin Anning Anwalt Jochen Rasch. Thema fehlerhafte Widerrufsbelehrung bei einer Lebensversicherung. Kann man den Widerspruch erklären? Sollte man ihn erklären? Oder ist die Kündigung besser? Diese Fragen, die beantworten wir in dem Artikel, den Sie unten finden. Schon mal vorab genommen, es ist sehr viel besser, den Widerspruch zu erklären, wenn wir eine fehlerhafte Widerrufsbelehrung haben. Sie bekommen Ihr Geld zurück plus Zinsen, also nicht die ganzen Abzüge wie im Fall einer Kündigung. Die Voraussetzungen müssen aber vorliegen und ob die vorliegen, das wollen wir gerne kostenlos prüfen. Dazu brauchen wir eine Reihe von Unterlagen von Ihnen. Was das genau ist, können Sie ebenfalls in diesem Artikel nachlesen. Sie bekommen dann eine Einschätzung, eine Beispielberechnung in der Variante Widerspruch und in der Variante Kündigung, sodass Sie sehen können, welchen Vorteil Sie individuell haben. Wie gesagt, es ist kostenlos. Schicken Sie uns Ihre Unterlagen, Sie bekommen eine kostenlose Einschätzung. Und Sie erfahren natürlich auch, welche Kosten für die anwaltliche Betreuung entstehen würden. Danke sehr.